Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der TÜV. Heute zum 9. Tag der Tour. Heute sind wir in Aventurenpark Hellendoorn. Und ja, es regnet wieder. Wir haben jetzt auch nicht so viel Indoor. Eventuell fahren wir vielleicht deshalb auch heute, ging später dann noch kurz rüber nach Coevorden. Weil das hätten wir sonst morgen kurz gemacht und den Count holen. Aber das kann man auch eventuell nachher noch mitnehmen. Wir holen jetzt erstmal die Counts. Werden den Dark Ride auf jeden Fall fahren. Da drüben ist auch gleich der Mega Disco. Oder nur Disco, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall Zamperla Fahrgeschäft. Drakennest. Das werden wir mitnehmen. Und hinter mir befindet sich die Wildwasserbahn. Der Disco. So, unsere erste Station ist nun Balagos, ein Looping Coaster von Bekoma mit 9 Zügen, soweit ich weiß von Sandkit. Ja doch, da steht sogar drauf, klein Sandkit im Wagen. Und ja, ich bin mal gespannt, das ist meine erste Bahn mit einem Sandkit-Zug, wie sich das Ganze dann so fährt. Auf jeden Fall schon mal sehr cool auch mit dem Soundtrack. So, wir haben jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Wir sind nämlich zuerst in den Dark Ride und in die Rollrad rein. Fehler deshalb, weil die Donnersteinen ist gerade geschlossen. So, was steht hier auch? Jetzt laufen wir mal noch so ein bisschen rum hier. Schauen mal. Genau. Gehen wir jetzt doch erstmal zu dem Drakennest und fahren das noch eine Runde. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Genau, wir waren hier bei der Dschungelexpedition, der Bootsfahrt von Mackrides. Ist echt eine tolle Themenfahrt, vor allem für so einen kleinen Park. Ist das wirklich sehr schön gemacht. Könnt hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr Animatronics geben. Das gleiche trifft auch auf den Dark Ride Discovery Club zu. Auch da. Ja,
können für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr drin sein. Du hast ein paar Passagen zwischendrin, so ein paar Gänge, die etwas runter abgedunkelt sind leicht. Da könnte man noch ein bisschen zumindest mit LEDs und so, mit Beleuchtungselementen ein bisschen vielleicht arbeiten. Aber das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit. Insgesamt sehr schöner Park. Nur halt, dass auch jetzt noch der Enterprise geschlossen ist aktuell. Sehr, sehr schade. Weil das wäre definitiv noch ein Highlight hier. So ein Enterprise. Ansonsten haben wir hier ein Rafting. Bei dem Wetter jetzt aber gerade, naja. Eventuell nehme ich es nachher schon noch mit, weil es sieht ganz nett aus von der Gestaltung. Sungai Kali Manta. Hat so ein bisschen so thailändisch von der Gestaltung irgendwie, würde ich sagen. En volgens een oude legende is er in deze jungle een schat verstopt. Ja, een vervloekte schat. Ach, geen snel. Er is natuurlijk helemaal geen vloek. Ontspannen eens een beetje. We gaan straks landen. Landen? Jij? Dat gaat mis. Ik ben een vogel, dus ik kan het weten. Joh, ik kan hartstikke goed vliegen en landen. Jij moet gewoon ontspannen. Wow, wacht even. Wat gebeurt er nu ineens? Thank you.
So, wir sind gerade hier auf der hinteren Seite der Halle von Röhlrad. Hier ist auch so ein kleiner Steg, so ein, sag mal, oder Balkon kann man sagen, wo man dann auch direkt runter gucken kann auf die Anlage. Sieht man auch hier komplett. Schau mal, kann man hier runter gucken, kann man hier komplett drumherum laufen um das Gebäude, wo sich die Achterbahn drin befindet. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, da fährt eine kleine Achterbahn entlang, die, wie gerade auch bereits erwähnt, Röhlrad heißt, also Kanalratte. Ist von der Firma Vekoma gebaut. Echt lustiges Ding, auch der Wartebereich ist sehr cool thematisiert. Und dann haben wir hier hinter mir den Slidepark, den... Ja, ich tue mal den Schirm kurz weg, da. Den Wasserrutschenpark, beziehungsweise sie haben ja einen kleinen Wasserpark auch dran. Ist jetzt natürlich geschlossen, das ist dann für den Sommer, logischerweise. Ja, ist aber ganz cool, dass es sowas hier auch gibt. Wollte ich nur ganz kurz zeigen mal. Und dann kommt hier irgendwo, hier oben noch, die Ecke auch, wo eigentlich noch ein Enterprise steht. Der ist allerdings geschlossen. Und ebenfalls hier in dieser Ecke muss auch irgendwo mal ein Topspin gewesen sein. Wo genau, kann ich allerdings jetzt nicht sagen. So, ich habe gerade soeben die Stelle gefunden, wo sich der Topspin befand. Man sieht nämlich hier noch die Treppen. Das war direkt hier hinter mir. Ups. Ja, hier ist jetzt das Enterprise. Leider geschlossen. Und dahinter hier sehen wir es. Bei den Treppen. Da diese Kulisse. Da wäre das Topspin gewesen, noch vor ein paar Jahren. Hat man vor 3-4 Jahren, meine ich, entfernt. Weiß ich jetzt nicht genau. Gibt auf jeden Fall so ein bisschen Vibes wie aus dem Heidepark, wo ja auch die große Hussecke mit Maya-Thematisierung immer mehr verschwunden ist. Und ja, ist aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Park. Und ja, hier unten, man sieht jetzt hier die Schlange auch, direkt quasi neben dem Operator-Haus vom Enterprise. Teil der Thematisierung der Bootsfahrt. Und ja, mal schauen, was wir jetzt noch machen. Thank you.
So. Da es immer noch ein bisschen am Nieseln ist und einfach nicht wirklich besser wird, also jetzt gerade ist es wieder kurz, aber dann kommt es wieder runter plötzlich und es einfach auch doch recht frisch gerade ist noch, haben wir jetzt beschlossen, dass wir den Park etwas vorzeitig verlassen. Geworden werden wir dann aber doch erst morgen machen, weil ich habe jetzt noch eine Wiederholungsfahrt noch gemacht, bisschen auf der Bahn, aber es ist dann doch etwas ungemütlich geworden. Insgesamt kann man sagen, der Aventurenpark Hellendoorn ist ein wunderschöner kleiner Freizeitpark mit guter Thematisierung, zumindest an den meisten Stellen. Und ja, auf jeden Fall positiv hervorheben möchte ich die kleine Themenbootsfahrt, die Dschungelexpedition. Ich meine, ganz so klein ist sie eigentlich gar nicht, die geht doch schon ein gutes Stückchen. Und auch der Rest ist sehr, sehr gut gemacht von dem, was wir gesehen haben. Also die zwei Wasserattraktionen sind wir heute nicht gefahren, weil ja, einfach wetterbedingt jetzt nicht das angenehmste. Dann haben wir hier jetzt das Restaurant, wo wir essen waren. Und dann ist es morgen, wir können auch gleich nach Hause.